Hallo, hier möchte ich das Winkelmaß in einem Körper bestimmen. Als Beispiel habe ich jetzt wieder ein paar Quader mitgebracht und mit Rot einen Winkel gezeichnet, den ich bestimmen möchte. Da ich noch keine Pythagoras oder Trigonometrie kenne, bleibt mir nichts anderes übrig, als sie zu zeichnen. Nur das Problem ist ja, dass wir hier Körper haben, die also Schrägbilder von Körpern haben. Dadurch sind manche Seiten, manche Kanten nicht mehr in ihrer Originallänge. Ich kann sie also nicht einfach mit dem Geodreieck abmessen. Ja, so sind sie in einem Streckfaktor gezerrt oder gestaucht. Und demnach gibt es manche Winkel oder manche Streckenlängen, die man einfach mit dem Lineal nicht bestimmen kann oder mit dem Geodreieck. Also die kann ich nicht ausmessen, sondern ich muss erst noch was vorneweg machen. So, wenn Winkel zum Beispiel in der Zeichenebene liegt, das mache ich jetzt gerade hier schnell rein. Ja, ich habe hier zum Beispiel ABF, das Dreieck, und hier unten den Winkel suche ich, die Fläche ABFE, das ist ein Rechteck und liegt direkt auf der Zeichenebene. Das heißt, AB hat 5 cm auch im Original, sowohl in der Zeichnung als auch im Original. Die Strecke BF hat genau 3 cm auch im Original. Und damit kann ich Geodreieck anlegen, abmessen, beziehungsweise ich kann auch den Winkel sofort messen. Der ist auch in Originalgröße vorhanden. Wären hier so grob 32 Grad. So, wenn der Winkel aber nicht in der Zeichenebene drin liegt, sondern wie jetzt hier zum Beispiel der Winkel EDA, brauche ich Stützdreiecke. Ja, also ich suche Dreiecke, in dem dieser Winkel vorhanden ist. Und vielleicht, dass ich dann rechts daneben zeichnen kann und daraus den Winkel ablesen. Also erster Schritt, ich suche mir ein Dreieck, da würde zum Beispiel das Dreieck ADE passen. Jetzt muss ich mit Hilfe der Eigenschaften dieses Körpers natürlich noch Strecken oder andere Winkel vielleicht auch herausfinden. Die Strecke AD ist zum Beispiel genau gleich lang wie die Strecke BC. Wir haben ja ein Quader. Das gilt, die ist auch 4 cm lang. Die Strecke AE ist gleich groß wie die Strecke BF, ist gleich groß wie die Strecke CG, ist nichts anderes als die Höhe drin, die kenne ich also auch schon. So, was brauche ich noch? Entweder ich bräuchte noch die dritte Seite, also die Strecke ED, oder ich bräuchte noch einen Winkel. Das ist praktisch, weil diesen Winkel kenne ich ja auch. Hier steckt ein rechter Winkel drin. Warum? Diese Strecke ADHE ist ja die Fläche vom Quader ganz links auf der linken Seite. Und der Quader hat natürlich lauter Rechtecke als Fläche. Das heißt, ADHE ist ebenfalls ein Rechteck. Und Rechteck bedeutet, dass rechte Winkel drin sind. Also muss im Original bei DAE, hier beim Punkt A, ein 90-Grad-Winkel vorhanden sein. Dieser 90-Grad-Winkel ist zum Beispiel durch den Streckfaktor, gerade durch den Verzerrungswinkel Omega, entstanden. So, aber in diesem Dreieck kann ich jetzt alles zeichnen. Ich kenne die 3, ich kenne die 90 Grad, ich kenne die 4. Also Geodreieck hernehmen. Ich fange jetzt hier mit der Strecke AD an, die ist 4 cm. A. Und D habe ich gesagt, senkrecht drauf steht die Strecke AE mit 3 cm. So. Dann vervollständige ich das Dreieck. Hier oben haben wir Punkt E. So, Dreieck noch schnell vervollständigen. Jetzt. Ungefähr so. Perfekt. So, und jetzt gucke ich nochmal nach, welcher Winkel ist eigentlich gesucht. EDA, also von E über D nach A, ist der hier. EDA. Und jetzt nehme ich einfach das Geodreieck und messe ihn aus. Nullpunkt auf den Punkt legen, auf dem der Winkel ist. Also hier bei D drauflegen. Dann die Zeichenkante auf einen freien Schenkel schieben. Und jetzt habe ich zwei Skalen, eine beginnt mit 170 und eine beginnt mit 10. Ich muss immer die mit 0, 0, 10, 20, 30. Mit der muss ich immer beginnen, wenn die an der Zeichenkante anliegt. Also ich muss die innere nehmen und sind jetzt bei mir ca. 35 Grad. Der Winkel ist also 35 Grad groß.
So, nächstes Beispiel. Wie sieht es hier mal aus? Ich brauche wieder Stützdreiecke. Hier unten diesen Winkel habe ich, GBH. In welchem Dreieck liegt der drin? Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Da gab es jetzt nur eine Möglichkeit, nämlich das Dreieck HBG. Wie komme ich auf den Winkel? Was kenne ich alles? Ja, die Strecke HG hier oben ist genau gleich dran wie die AB. Ja, weil es ist ja ein. Na, ne, Quatsch. Ein Quader, das Wort habe ich gesucht, das ist ja ein Quader, also sind alle Kanten hier AB, DC und EF gleich lang, der ist also bekannt. Was kenne ich noch? Hier steckt wieder ein rechter Winkel drin. Ja, beim Quader ist es so, dass die Kanten senkrecht zueinander stehen. Der ist also ein rechter Winkel. Und jetzt bräuchte ich noch die Strecke BG. Wie kriege ich die? Naja, ich kann ja einfach problemlos ein zweites Stützdreieck bilden. Ich kenne die Strecke BC, ich kenne die Strecke CG. Hier unten liegt ein rechter Winkel drin, weil das ist ein Rechteck, die Fläche BCGF. Und jetzt kann ich alles zeichnen, was ich brauche. Also ich fange unten an mit BC. So, müsste jetzt reichen. Also BC sind 4 cm. Zeichnen. B und C. Renk rechtwinklig dazu. Ja, erstes grüne Stützdreieck. Rechtwinklig dazu steht die Strecke CG. Abtragen. Und jetzt noch verbinden. B und G. Das war zu viel des Guten. So. Also, jetzt habe ich die Strecke BG. Dazu rechtwinklig steht jetzt hier oben die Strecke GH. Also Geodreieck nehmen, rechtwinklig ausrichten. GH und GH sind 5 cm. Und muss ich sogar ein bisschen länger machen. Reicht zum Glück noch nicht ganz oben rein. Passt also. Hier oben ist also mein Punkt H zu finden. Und jetzt muss ich noch B und H verbinden. Ja, ich zeichne diese beiden Stützdreiecke im Prinzip direkt nebeneinander. Was ich natürlich auch hätte machen können, ist BCG zeichnen. Die Länge von BG herausfinden und dann noch ein zweites Dreieck BGH zeichnen. Geht genauso. So, welchen Winkel brauche ich? G von G über B nach H. Von G über B nach H, das ist der hier. Geodreieck anlegen, Nullpunkt da, wo der Winkel ist. Zeichenkante auf den freien Schenkel ziehen. Und jetzt die Skala benutzen, die mit 0 beginnt. Ja, ist jetzt bei mir die äußere 10, 20, 30, 40, sind 45 Grad. Ja, so habe ich den Winkel auch ausgemessen. Nächstes, ja, im Prinzip wieder gleiches Spiel. Ich suche mir ein Stützdreieck, in dem dieser Winkel drin liegt, bietet sich zum Beispiel das Dreieck an. Ja, BHD. So, kenne ich schon alles. Ich kenne hier hinten die Strecke mit 3 cm, weil. Ja, Quader. Hier unten die Strecke von D nach B, die kenne ich noch nicht. Also brauche ich ein zweites Stützdreieck. Passt schon, nehmen wir gelb. Hier unten das Stützdreieck ABD. Hätte auch zum Beispiel auch Stützdreieck BCD nehmen können. Spielt keine Rolle. So, im Stützdreieck ABD kenne ich schon wieder fast alles. Hier sind die 4 cm zu finden. Hier ist wieder ein 90-Grad-Winkel drin, weil unten ist ein Rechteck. Und ja, damit kenne ich schon alles. Ich kann schon wieder beginnen. Ich brauche, fange an mit der Strecke AB. So, sind 5 cm, also soweit. Dann die AD steht senkrecht drauf. Bisschen ungenau. So. Jetzt. Was haben wir gesagt? 4 cm von A nach D. So, beide verbinden. Und schon kenne ich die Strecke BD. Ja, diese Diagonale, die hier drin ist. So, von der Strecke BD im Punkt D steht. Mal wieder, die Höhe HD ist senkrecht zur Grundfläche. Das heißt, hier habe ich auch einen rechten Winkel drin. Also da steht rechtwinklig zur Strecke BD.
Geodreieck ausrichten, rechtwinklig. So. DH, das sind 3 cm. Also 3 cm abmessen. Habe ich vorhin 4 genommen? Müsste schon passen, ja, genau. Ist hier mein Punkt H zu finden. Nochmal verbinden. Jawohl. Und jetzt habe ich hier meine Strecke BH drin. Gut, was für einen Winkel brauche ich nochmal? Schauen wir mal nach. Von D nach H zu B. Also der da oben brauche ich. Schreiben wir vielleicht noch zu. Gesucht ist Winkel DHB. Immer hier beim mittleren Buchstaben, da liegt der Winkel. Also hier in dem Fall beim Punkt H. So, Geodreieck anlegen. Nullpunkt auf den Punkt, wo der Winkel liegt. Zeichenkante auf einen freien Schenkel. Da mit Messen beginnen, bei der die 0 beginnt. 0, 10, 20, 30, also beim Minus äußere. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 65 Grad ist gleich 65 Grad. So, letzte Aufgabe noch. Also hier wieder zwei Stützdreiecke gezeichnet, um die Aufgabe zu erhalten. Letzte Aufgabe noch, den Winkel hier oben, den Winkel, schreibe ihn mal gleich hin. E, S, B. So, wie komme ich drauf? Ich suche mir ein Stützdreieck, in dem dieser Winkel drin ist. Und zwar der Winkel E, M, S. Da ist der Winkel oben drin. Was kenne ich alles? Ja, ich kenne die da mit 2. Warum? E, schreibe ich noch zu, EM liegt parallel zu BC und zu AD. Und da hier der Diagonalschnittpunkt genau in der Mitte drin liegt, wird die Strecke, wenn ich die hier verlängere, von E nach F, wird im Prinzip halbiert. Und die EF ist genauso lang wie die BC, weil unten drin ja ein Rechteck drin liegt. Damit kenne ich schon wieder alles. Ja, also geht nicht nur ein Quader, geht auch in Pyramiden. Ich zeichne die Strecke EF, gehe ich mal ein Stück weiter runter, mit 2 cm. Dann brauche ich EM mit 2 cm, nicht EF. Dann brauche ich die Strecke MS mit wie viel? 6 cm. So. 6 cm. Jawohl, Hammer. Und danach verbinden. Halt, schreibe ich noch schnell auf. Hier haben wir E, hier haben wir M. Verbinden. So. Und was war nochmal im Winkel? ESB haben wir. ES, nicht ES, warum ESB? Wie komme ich auf B? Von oben noch. ESM muss er natürlich heißen. So, das ist dieser Winkel hier. ESM. Geodreieck anlegen, Nullpunkt auf den Punkt. So, Zeichenkante auf den freien Schenkel. Da beginnen, bei der die Skala bei 0 beginnt, ist in dem Fall meine innere Skala. Das heißt 0, 10, 18 ungefähr. Winkel ESM sind also 18 Grad. Ja, und so kann ich mit Hilfe von Stützdreiecken jeden beliebigen Winkel messen am Schluss. Ja, manchmal kann auch die Frage sein, wie ist der Neigungswinkel der Ebene? Zum Beispiel hier das blaue Neigungswinkel der Ebene EDCF zu ABCD. Da ist genau dieser Winkel hier gefragt zwischen diesen beiden Ebenen. Ist also genau das gleiche, das dahinter steckt. Jawohl, damit haben wir alle Aufgaben gelöst, alle Beispielaufgaben, wie man Winkelmaße mit Hilfe von Stützdreiecken messen kann.